Hallo, herzlich willkommen zum Kachelmann-Wettervideo. Heute zum Thema Trend, was kommt nach dem kurzen Sommerintermezzo? Ja, wir wissen ja alle, morgen wird nochmal ein richtig schöner, richtig heißer Tag. Eigentlich der schönste Tag deutschlandweit gesehen in diesem kurzen Intermezzo, was der Sommer für uns bereithält. Am Samstag wird es ja nochmal im Osten und im Süden richtig heiß, bis über 30 Grad stellenweise, währenddessen von Westen schon die Kaltfront hereingezogen kommt. Ja, und da beginnt es zu regnen und teilweise gibt es auch Gewitter. Dazu dann aber morgen im Wettervideo mehr. Was kommt jetzt danach, wenn das Ganze jetzt vorbei ist? Der Sommer ist jetzt irgendwie dann nicht mehr so da? Oder ja, also am Sonntag ist es so, wir erreichen teilweise noch 25 Grad, aber im Westen ist es schon viel kühler, also 15 bis 20 Grad maximal. Und ja, das bleibt erstmal noch schön am Sonntag und Montag. Außer im Süden, eben Bayern, diese Kaltfront, die hängt dann noch so fest und die bleibt dann auch so die nächsten zwei, drei Tage im Süden irgendwie da, bröselt sich zwar ein bisschen auf, aber ist doch noch als Luftmassengrenze da und deswegen wird es eben im Süden, also in Bayern und südliches Baden-Württemberg wahrscheinlich noch ein bisschen regnerisch bleiben zu Beginn der neuen Woche. Und allgemein wird es eben richtig kühl, also es werden kaum noch 25 Grad erreicht, kann ich Ihnen schon fast versprechen. Und es wird sich eher fast so zwischen 15 bis 20, 21, 22 Grad bewegen, die Temperaturen. Und das Ganze bis Mitte nächster Woche. Ab Dienstag ist es dann allgemein wechselhaft. Nicht mehr nur im Süden der Regen, sondern allgemein hin und wieder mal ein Schauer. Ja, was dann nach Mittwoch passiert, ist noch ein bisschen unsicher. Was heißt ein bisschen? Ist noch sehr unsicher, denn es ist schon gewagt, jetzt quasi eine Prognose bis Mittwoch abzugeben. Sind ja immerhin 6 Tage ab heute. Und ja, es sieht aber so aus, dass es der Sommer erstmal nicht mehr wieder zurückkommt. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, war ja auch erst meteorologischer Sommeranfang und noch nicht kalendarischer. Aber es sieht doch so aus, dass es bis ungefähr Mitte Juni der Sommer nicht mehr wiederkommt. Das heißt also, Temperaturen über 25 Grad werden selten und die 30 müssen wir sowieso mit dem Fernglas suchen. Das erstmal zum ersten Trend. Freue mich, Sie bald wiederzusehen und ja, Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.